Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um eine speziellere Aktie, die auch, deswegen der Hinweis, in meinem Wikifolio aktuell enthalten ist, aber ich werde trotzdem auch recht kritisch das Unternehmen analysieren, ist ein bisschen komplex, kann für den einen oder anderen aber interessant sein und auch, wie gesagt, es ist keine Empfehlung und alle Informationen hier können falsch sein, deswegen sich selber seine Hausaufgaben machen. Es geht um die MPH Healthcare. Das ist eine Beteiligungsholding, die zwei wesentliche Beteiligungen inzwischen hat. Das wäre einerseits die M1 Kliniken. Das ist Deutschlands führende Discountkette von Schönheits-OPs und ein Immobilienkonzern. Ich denke, die Beauty-Kette ist wahrscheinlich das Interessantere, warum die meisten hier investiert sind. Denn diese beiden Firmen sind auch selber an der Börse notiert und man bekommt mit der MPH Healthcare eigentlich die jeweilige Firma zum gleichen Preis und die andere fast umsonst dazu. Also es gibt einen sehr, sehr großen Abschlag zum NAV. Das heißt aber nicht, dass der jetzt sich schnell schließen muss. Das kann viele Jahre so bleiben und auch in der Vergangenheit war der Abschlag immer sehr, sehr groß. M1 finde ich aber relativ spannend, weil die Konkurrenz sind natürlich eher so kleine Schönheitspraxen, die jetzt nicht so super betriebswirtschaftlich geführt werden. Das heißt, wenn man da ein bisschen größer ist, einen besseren Einkauf hat, einen guten Online-Vertriebskanal und vielleicht auch eine Marke aufbaut, dann kann man da günstiger sein und trotzdem profitabler als die Konkurrenz, sind auch international aktiv und gehen sogar so weit, dass sie auch eigene Produkte anbieten. Sie haben da eine Pharmafirma gekauft, die auch davor zur Holding gehört hat, die Hemato. Passt alles auch jetzt nicht immer so perfekt, das erklärt wahrscheinlich auch einen Teil des Abschlags, aber da wollen sie halt auch eigene Produkte lancieren, wie M1 Select, was bei Erfolg natürlich, sag ich mal, sehr, sehr hohe Multiples auch verdient hat. Das CR Real Estate ist auch jetzt nicht so uninteressant, relativ günstig bewertet. Die bauen Neubauimmobilien im Berliner und Leipziger Raum. Und das sind ja auch zwei Immobilienmärkte, die sehr, sehr stark boomen. Tun vielleicht ein bisschen aggressiv bilanzieren, aber das denke ich auch im Abschlag irgendwo drin. Also wir sehen hier diese Struktur mit der MPH Healthcare, Beauty, Pharma und Immobilien. Wenn man alle drei Sachen gut findet, dann sollte man sich die Aktie anschauen. Wenn nicht, dann vielleicht einer der einzelnen Firmen oder auch was anderes. Vom Markt, der Immobilienmarkt boomt in Deutschland immer noch. Ja, das kriegen die meisten Leute, denke ich, mit. Und die Preise steigen da stetig weiter, so ungefähr so seit 2010, 2011. Und das tut natürlich auch den Bau jetzt auch immer mehr antreiben. Weil wenn die Bestandsimmobilien sich im Wert verdoppeln, dann lohnt sich natürlich auch das Bauen mehr. Zinsen sind niedrig. Und die Leute haben natürlich auch Angst vor Negativzinsen, plus jetzt kommt auch noch der Staat. Also das soll zumindest auf absehbare Zeit, sollte der Bau noch ganz gut laufen. Irgendwann kann es natürlich heiß laufen und der Zyklus enden. Ich denke auch Beauty ist interessant, in Zeiten von Social Media, ja, der Wettbewerb im Schönheitssegment wird härter. Auch nach Corona gibt es vielleicht die ein oder andere Fettabsaugung, haben die Leute ja viel zugenommen. Nicht alle werden es mit Diäten oder irgendwelchen Sachen schaffen. Also ich glaube, da wird es eine starke Erholung geben, nachdem der Markt natürlich während Corona massiv eingebrochen ist, weil diese Sachen natürlich auch schließen mussten. Langfristig, glaube ich, ist es aber ein Wachstumsmarkt, sowohl bei den Silverlinern, also der, sag ich mal, den 50-, 60-Jährigen, als auch bei den Jüngeren, kann man es kritisieren. Aber so in Brasilien ist es auch viel gesellschaftlich akzeptierter und ich glaube, das wird auch eher zunehmen, dass das gesellschaftlich akzeptiert ist. Wo ist jetzt der Haken an der Firma und warum ist der große Abschlag? Das, denke ich, hat so ein bisschen auch mit der Kultur zu tun. Es gibt einen Großaktionär, es ist ein Familienunternehmen und da gab es halt in der Vergangenheit immer mal wieder Transaktionen, wo man viel Vertrauen verspielt hat und man kann, glaube ich, schon sagen, dass es jetzt nicht zum Shareholder-Value-Interesse am meisten geführt wird, diese Firma. Es gibt relativ wenig Transparenz. Die Firma ist natürlich auch relativ klein. Da muss man auch nicht immer alles berichten. Aber für die großen institutionellen Investoren ist halt der Free Float auch zu gering. Und für, sag ich mal, kleinere Investoren, die können halt wenig da entscheiden. Und wenn, sag ich mal, der Großaktionär kein Interesse hat am steigenden Aktienkurs, dann passiert auch nicht so viel. Das kann sich aber natürlich mal ändern. Die können natürlich dann irgendwie, wenn es günstig ist, zukaufen. Und dann können sie natürlich allein schon durch Transparenz, sag ich mal, den Aktienkurs steigern. Und es gäbe natürlich die Option, wenn man das aufspaltet, ne? Dass man zum Beispiel sagt, es gibt für die Aktionäre der MPH Healthcare gibt es Aktien der CR Real Estate als Spin-off. Dann können andere Leute das verkaufen
Oder dann würde der Wert, glaube ich, schon stark gehoben werden, denn Beauty und Immobilien passt natürlich jetzt nicht so zusammen. Warum bin ich da jetzt trotzdem investiert? Ja, halt wegen dem Abschlag und weil ich halt glaube, sowas kann halt mal passieren und da ist dann jetzt doch ein gewisser Risikoabschlag drin. Und sie sind auch relativ umtriebig, muss man ihnen auch lassen. Also haben da bei Corona-Tests mal mitgemacht. Sie haben auch ein paar Venture-Investments, da kann auch mal was passieren. Viele Sachen funktionieren natürlich nicht, aber zumindest man macht da ein bisschen was. Aber wir sehen 60% halt diese Magnum, das ist um die Familie Brenske vom Management. Also rein theoretisch sollten zumindest langfristig das Interesse haben, da auch den Aktienkurs zu steigern. Und es sind halt sehr, sehr wenig Fonds drin. Kann sich vielleicht auch mal ändern. So von den Finanzen ist ja eine Beteiligungsholding, das heißt das operative Geschäft so vom Umsatz ist schwierig. Man muss das A nach einem NAV bewerten. Und da kommen wir, wie gesagt, zum Abschlag von um die 50%, also der Wert der Firmen, der CR Capital, übrige Vermögenswerte und der ML1 Kliniken ist wahrscheinlich so um die 180 bis 200 Millionen und MPH ist halt aktuell so um die 95 Millionen wert. Das heißt, aus Value-Sicht ist sowas natürlich attraktiv, aber nochmal der Hinweis, das kann halt lange auch so bleiben. Aber ich glaube, der Abschlag soll zumindest nicht mehr größer werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass mal auf 20 oder 30% sinkt. Das heißt, wenn dann der Aktienkurs von M1 oder von CR Capital steigt, sollte es zumindest mitgehen. Hier gab es mal einen Sondergewinn dieses Halbjahr bei CR Capital. Natürlich ein Gewinn von so hoch wie der Umsatz. Das sind halt so Hochschreibungen dann von Immobilienwerte. Aber wir sehen auch dieses Hayamato, was zu M1 gehört, ist normalerweise sehr, sehr niedrigmargig. Ich denke, M1 Kliniken langfristig kann höhere Margen machen und ist auch eine ordentliche Wachstumsgeschichte. Wir sehen hier unten die Wachstumsentwicklung von M1, ist natürlich durch die Übernahme vom Hemator in 2020 beschleunigt worden, aber auch davor ist es definitiv eine Wachstumsgeschichte und ähnlich wie im Franchise-System auch, wenn ich da mal stetig wachse und eine Marke habe, kann ich damit relativ wenig Kapital neue Standorte aufmachen, die dann profitabel sind. Das ist sicherlich nicht so unattraktiv, vor allem in dieser Konkurrenzsituation. Trotzdem, in den letzten 10 Jahren war die Aktie eine Value Trap, also ist nichts passiert. Wir sehen wirklich in 10 Jahren einen Seitwärtstrend, aber um die 20, 21, 22 Euro, wo wir aktuell auch wieder sind, ist fast immer wieder gestiegen. Und in den letzten 10 Jahren ist ja gerade auch M1 stark gewachsen. Also aus einer Value-Gesichtspunkte ist die Aktie sicherlich attraktiv. Man sollte, denke ich, da keine große Position haben, wenn man sowas attraktiv findet. Allerdings eine kleine spekulative Position, wenn man M1-Klinik interessant findet und auch das Bauträgergeschäft macht ja eigentlich auch was Sinnvolles, indem Leute bezahlbaren Wohnraum bekommen und die Immobilienpreise sich da ein bisschen entspannen können. Das denke ich okay. Ich finde beide Sachen persönlich uninteressant. Deswegen, wie gesagt, bin ich auch investiert. Nach dem fairen KGV bewerte ich es allerdings nicht, sondern wenn, sehe ich das, sagen wir mal, das faire KGV bei M1, so bei 16, 17. Da sind wir aktuell wahrscheinlich ein bisschen drüber, allerdings mit dem Abschlag sind wir wieder drunter. Also ich würde das eher nach dem NAV sehen und ich sehe halt diese zwei Optionen. Ja, wenn M1 ein großer Erfolg wird, dann sollte das Wachstum weitergehen oder es halt doch mal was passiert in Richtung Aufspaltung oder dass das Management ein größeres Interesse hat an Transparenz und steigenden Aktienkurs, dann kann hier auch mal wieder was passieren. Deswegen habe ich, wie gesagt, hier eine kleine Position im Wikifolio neben Werte Europa. Aber wie gesagt, hier nochmal der Risikohinweis. Das war kurz meine Meinung zu MPH. Was ist eure dazu? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.